dass er mich angerufen hat und hat gesagt, hey Filippo, this year I come to Stoccarda, where you live, and we celebrate New Year. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann hat er auch nochmal angerufen, can I bring a friend? Ich sagte, ja, gar kein Problem, klar, bring mit. Dann hat er nochmal angerufen, can I bring five friends? Und ich sagte, ja, null Problemo, geht. Und dann hat er nochmal zwei Tage später angerufen und gesagt, hey, now we are eight friends. I hope it's okay. Ich so, ja, null Problem. Und dann habe ich schon angefangen, so ein bisschen nachzudenken. Ich wohne in so einer WG, 18 Quadratmeter Zimmer habe ich. Also alle liegen. Und ja, so kam es, dass er in der Nacht zum 31. habe ich dann eine SMS bekommen. Okay, Filippo, we are leaving Italy with three car and we are 11 friend. Und dann sind wir da alle angekommen, nachts um vier. Und ich kam mir vor wie so ein Schiedsrichter bei so einem Italien-Spiel. Elf Italiener, den ich dann nachts um vier allen Hallo gesagt habe. Und dann haben zwei im Flur gepennt und der Rest wie so Ölsardinen bei mir im Zimmer. Und dann haben wir noch dann am Abendfluss Silvesterparty gesprengt. Also. Und wir waren schon in Lissabon zusammen, der Alberto und ich. Und wir waren in Litauen Silvester feiern. Und einmal im Sommer hat er mich angerufen. Und jetzt komme ich auch zu der Geschichte, also beziehungsweise jetzt geht es darum, worum es in den nächsten Song geht. Ich habe mich angerufen und gesagt, hey Filippo, this summer we go to Il Dieu. Und das ist so eine Insel am Atlantik, also vom Atlantik in Frankreich. Und ihr macht euch kein Bild, wie wunderschön die ist. Also ich kann es nur jedem mal empfehlen, da Urlaub zu machen. Es sind, glaube ich, auch nur 10 Autos dort angemeldet. Ansonsten muss man alles mit dem Fahrrad machen. Man kann wirklich in 2 Stunden einmal um die Insel fahren. Es gibt ganz kleine Buchten, wunderbare Strände und es gibt dort auch den Garten von Jettis und wir haben dort so ein ganz kleines Haus und so einen Garten und so einen Schuppen, da ist alles drin, was man braucht, Fahrräder, Angeln, Tauchanzüge und genau, die haben sogar ein Motorboot im Garten von Jettis. Hier. Peace out.